kurz vor dem Wochenende melden wir uns noch einmal mit einer Short-Ausgabe, zu der ich euch natürlich willkommen heiße. Beim vergangenen Grand Prix in Italien machte Kevin Magnussen mit der Kollision gegen Pierre Gasly das Fass voll. Die 10 Strafsekunden, die Kevin Magnussen für die Kollision mit Pierre Gasly dann auch bekam, bedeuteten zugleich eben auch noch 2 weitere Strafpunkte auf seinem ohnehin schon gut gefüllten Konto. Ja, und dadurch, dass der Däne ja schon recht früh in dieser Saison fleißig Punkte angesammelt hatte und das Punktekonto bereits schon bei 10 stand, war klar, beim nächsten Mal einer dieser Vorfälle wird es dann zu einer Rennsperre führen. Tja, und so kam es dann eben auch am vergangenen Wochenende in Monza. Haas hatte auch recht schnell dieses Urteil akzeptiert, ging eben nicht dagegen vor. Das, was es zunächst hieß, hat man dann doch nicht gemacht, also gegen das Rennergebnis Einspruch eingelegt. Ja, und darüber hatten wir natürlich auch schon in dieser Woche berichtet und vor allem hatten wir auch darüber schon berichtet, wer am nächsten Wochenende in Baku anstelle von Kevin Magnussen im Haas sitzen darf. Und das machte das US-amerikanische Team an diesem Freitag nun auch selber öffentlich bekannt, worüber bereits schon eben auch gemutmaßt wurde. Heißt also, beim großen Preis von Aserbaidschan wird der künftige Haas-Stammfahrer Olli Berman hinter dem Lenkrad sitzen. Ja, und so überraschend kommt natürlich diese Entscheidung bei weitem nicht, denn Olli Berman, der durfte ja in diesem Jahr schon einmal ein Rennwochenende bestreiten. Zu Beginn dieser Formel-1-Saison durfte er ja anstelle von Carlos Sainz, der sich ja einer Blinddarmoperation unterziehen musste, ja dann für ihn im Ferrari nämlich an den Start gehen. Das Ganze eben beim großen Preis von Saudi-Arabien, und er fuhr ein ja komplett fehlerfreies und zugleich starkes Rennen, wofür er dann am Ende auch viel Lob von seinen zukünftigen Fahrerkollegen bekam. Am Ende war es Platz 7 und damit auch wichtige Punkte für die Scuderia Ferrari. Ja, und als Haas es an diesem Freitag nun offiziell gemacht hat, kommt natürlich auch Olli Berman selber zu Wort in der Pressemitteilung, die man an diesem Morgen verschickt hat. Und so heißt es von ihm: Es ist definitiv eine größere Herausforderung, als Ersatzfahrer ins Rennen zu gehen, mit begrenzter Vorbereitungszeit und so weiter. Aber ich bin in der glücklichen Lage, dass ich schon früher in diesem Jahr mit der Scuderia Ferrari gemacht habe, sodass ich zumindest auf diese Erfahrung zurückgreifen kann. Das Ziel ist es, ein solides Wochenende in Aserbaidschan zu haben. Ja, und für Olli Berman war ja, anders als bei Kevin Magnussen, das letzte Rennwochenende in Monza auch ganz erfolgreich, denn in der Formel 2, wo er ja noch bis zum Ende dieser Saison auch verweilen wird, gewann er in Monza das Sprintrennen. In der Fahrerwertung sieht es für den zukünftigen Haas-Stammpiloten jetzt nicht ganz so berauschend an. Aktuell befindet er sich nämlich da auf dem 14. Platz. Wer in der Formel 2 anstelle von Olli Berman an den Start gehen wird, das ist hingegen noch nicht klar. Was aber wiederum klar ist, und das wird nämlich in der kommenden Woche passieren, wird nämlich ja jener Umstand sein, dass nämlich Aston Martin es dann endlich selber offiziell macht. Adrian Newey wird im nächsten Jahr von Red Bull zu Aston Martin wechseln. Darüber haben wir als einer der ersten Formel 1 Videoplattformen in dieser Woche auch schon darüber berichtet. Und damit gelang auch Aston Martin ein wirklich echter Coup. Denn eben Star-Designer Adrian Newey hat sich am Ende für eben Aston Martin entschieden. Nun sind auch weitere Details an die Öffentlichkeit gelangt, nämlich laut einem Bericht der britischen Times soll Adrian Newey für seine Arbeit in den kommenden 4 Jahren nicht nur ein Honorar von insgesamt 75 Millionen Pfund, das wären umgerechnet rund 89 Millionen Euro, erhalten, nein, er soll zudem auch noch Anteile am Team bekommen. Wie viel letztlich diese Aktien dann wert sein werden, das wurde allerdings nicht genannt. Ja, das bedeutet aber auch zugleich, auch laut dem Bericht der Times, zum einen, dass eben in den kommenden Tagen
April Nui den Vertrag unterzeichnen wird. Der Vertragsbeginn soll dann eben so dann der 1. Mai 2025 sein, denn sein Vertrag mit Red Bull, der geht nämlich noch bis zum 30. April des nächsten Jahres, und verkündet werden soll dann das Ganze am kommenden Dienstag, dem 10. September, denn hier hat nämlich Teambesitzer Lawrence Stroll zu einer Pressekonferenz in Silverstone geladen und dann soll es endlich öffentlich gemacht werden. Also, da könnte auf jeden Fall was Großes auf Aston Martin zukommen und vielleicht erleben wir es auch noch, dass Fernando Alonso zumindest mal ein paar Rennen ab 2026 gewinnen kann. Ja, gewinnen, das will natürlich auch ein anderes Team, nicht nur heute, sondern natürlich auch in der Vergangenheit. Und wenn man jetzt Red Bull und Mercedes zusammenbringen würde, dann würden sich wahrscheinlich viele fragen, wie soll das möglich sein? Tatsächlich aber soll es das eben fast möglich gemacht werden, oder vielmehr, es sollte vielmehr möglich gemacht werden in der Vergangenheit. Und da müssen wir mal ein paar Jahre nämlich zurückgehen über einen Umstand, den bis dato niemand in der Öffentlichkeit erkannte, aber über das nun Helmut Marko selber sprach. Und da gehen wir eben in das Jahr 2014, und da endete ja zunächst mal eine wirkliche Ära. Denn Red Bull war nicht mehr konkurrenzfähig. Denn unter dem neuen Reglement der V6-Hybridmotoren dominierte nicht mehr Red Bull, sondern über Jahre hinweg Mercedes. Mit der bitteren Konsequenz für Sebastian Vettel, der nur noch hinterher fuhr. Und dass das ein schwieriges Unterfangen werden würde ab diesem Jahr, ab 2014, das zeichnete sich bereits schon auch bei den Testfahrten nämlich ab. Und ja, denn letztlich waren die Testfahrten eine absolute Katastrophe. Daniel Ricciardo konnte zwar im Jahre 2014 Siege einfahren in Kanada, Ungarn und in Spa, aber von einem WM-Titel war Red Bull so weit entfernt wie schon lange nicht mehr. Zu stark war eben der Mercedes-Motor. Ja, und da hat es natürlich auch ordentlich rumort. Die Partnerschaft zwischen Red Bull und Renault, die war alles andere als zufriedenstellend. Christian Horner, Teamchef von Red Bull, und Cyril Abiteboul, das waren die beiden in diesem ganzen Akt, in diesem Drama-Akt, die ja dann letztlich keinen gemeinsamen Nenner mehr gefunden hatten. Und das wird schon recht deutlich auch von den Aussagen von Horner, der damals nämlich sagte, ein Durcheinander, der Motor ist einfach unfahrbar. Und das wird vor allem, oder vielmehr, es wurde vor allem auch recht deutlich, nämlich beim Australien Grand Prix, da wurde Daniel Ricciardo gar von beiden Mercedes-Piloten überrundet. Also eine absolute Vollkatastrophe. Helmut Marko damals, der drohte sogar öffentlich mit einem möglichen Ausstieg von Red Bull aus der Formel 1. Ja, und die Jahre danach waren eben ja auch nicht wirklich von Erfolg gekennzeichnet, denn Renault gelang es eben nicht, diese Lücke zu Mercedes zu schließen, und bei Red Bull wurde man verständlicherweise ein wenig ungeduldig. Das heißt, diese einst erfolgreiche Partnerschaft, sie wurde am Ende eben zu einem, muss man letztlich sagen, zu einem großen Flop. Die Partnerschaft bekam Risse, die Krise wurde größer und das Ganze gelang auch viel mehr in die Öffentlichkeit als jemals zuvor. Die Konsequenz auf der Seite von Red Bull, man suchte nach einem neuen Motorenpartner, und dabei, und da kommen wir jetzt eben zu Mercedes, hatte man auch tatsächlich mit Mercedes verhandelt. Darüber sprach jetzt eben Dr. Helmut Marko nämlich im Podcast Inside Lane und sagte, es gab damals eine große Rivalität mit Mercedes. Ja, vor allem einer auf der Seite von Red Bull, aber auch ein anderer auf der Seite von Mercedes, die waren das so gar nicht wirklich begeistert. Auf der Seite von Red Bull war es Dietrich Mateschitz, der eben, wie Helmut Marko es formuliert hatte, kein großer Fan dieser Idee gewesen, letztlich Motoren von Mercedes zu beziehen. Aber Helmut Marko, der wollte damals nicht aufgeben und versuchte eben, Didi Mateschitz vom Gegenteil zu überzeugen und sagte nämlich Folgendes. Ich habe gesagt, hör zu, mit unserem Motor können wir die Leute nicht mehr motivieren, weil jeder weiß, dass man damit nicht gewinnen kann. Also hatten wir einen Deal mit Mercedes, einen Handschlagdeal mit Lauda, der von Toto nicht unterstützt wurde. Ja, Toto Wolff und Niki Lauda, das war schon ein erfolgreiches Gespann damals.
Und das Ganze bis zu seinem Tode, also bis zum Tode von Niki Lauda, waren sie wirklich gute Freunde. Das war allerdings in der Kombination Toto Wolff und Helmut Marko allerdings nicht wirklich so, denn das Verhältnis der beiden wurde einst als ziemlich schwierig bezeichnet. Und auf Seiten von Mercedes war es eben Toto Wolff selber, der diesen Deal mit Red Bull am Ende nicht eingehen wollte, sodass es am Ende eben auch keine Verständigung über eine Zusammenarbeit gab. Ja, und so kam es dann, dass dann die Idee, Mercedes-Motoren zu beziehen, verworfen wurde und Red Bull suchte sich einen neuen Partner und trotz aller Risiken entschied man sich eben ab dem Jahre 2019, Motoren von Honda zu beziehen. Und das Risiko damals war natürlich enorm groß, weil wiederum die Zusammenarbeit zwischen Honda und McLaren zwischen 2015 und 2018 desaströs wurde. Und doch war es ausgerechnet Helmut Marko, der an diese Zusammenarbeit mit den Japanern geglaubt hatte. Und er selber sagte: "Ich hatte einige Insider-Informationen darüber, was sie planten. Da haben wir gesagt, ja, das machen wir. Dieses Risiko gehen wir ein." Aus seiner Sicht war das Risiko, die Partnerschaft mit Honda einzugehen, dann doch auch überschaubar. Aber, er sagt noch weiter, es war eine mutige Entscheidung. Wir treffen immer mutige Entscheidungen. Ein bisschen no risk, no fun. Ja, und wie sich ja die letzten Jahre ja auch gezeigt hatte, war dieses Risiko wirklich auch sehr überschaubar, denn es war eine erfolgreiche Partnerschaft. Doch nach der kommenden Formel 1-Saison, also Ende 2025, endet die Partnerschaft eben mit den Japanern. Derzeit entwickelt man ja bereits mit seinem neuen Partner Ford den eigenen Motor. Honda selber bleibt natürlich der Königsklasse erhalten und wird ab dem Jahre 2026 das Aston Martin-Team dann auch mit Motoren beliefern. Mercedes hingegen verliert zwar mit Aston Martin einen Motorenpartner, allerdings scheint aktuell es eben auch so, dass ein neuer Partner nachkommt. Denn Alpine will sich ja von seinem Motorenprogramm verabschieden und vielleicht sogar schon ab dem kommenden Jahr Motoren von Mercedes beziehen. Das heißt, so hätte jeder dann am Ende genau das, was er wollte. Und das Risiko geht natürlich auch Red Bull jetzt wieder ein mit Partner oder mit Neupartner Ford. Denn was man so im Fahrerlager hört, ist, dass die Aussicht, dass die Mercedes-Motoren ab 2026 richtig stark sein werden, ist schon auf jeden Fall ein oder soll ein Indiz dafür sein, dass das vielleicht bei Red Bull schwierig werden könnte. Ohnehin ist es ja bei Red Bull derzeit generell an allen Ecken und Kanten schwierig. Schwierig war es vermutlich auch für zwei, die sich mögen und die sich durchaus auch schätzen. Und da gehen wir nämlich mal in den vergangenen Juni rein. Da gab es ja dann die Ankündigung von Alpine, dass man sowohl Jack Doohan, den Ersatzfahrer von Alpine, als auch Mick Schumacher nach Le Castellet fahren lässt, um, auch wenn es so öffentlich nie bezeichnet wurde, einen Shootout veranstalten zu lassen. Alpine wollte sehen, wer von den beiden eigentlich am geeignetsten wäre für ein Stammcockpit für das kommende Jahr. Ja, und Jack Doohan, der hatte dann am Ende die Nase vorne gehabt. Der wurde ja auch schon bereits offiziell von Alpine bestätigt und spricht zum ersten Mal genau über diesen gemeinsamen Test mit Mick Schumacher und vor allem auch, was ihm da so durch den Kopf gegangen war. Und so heißt es: "Dieser Test mit Mick war seltsam. Ich versuchte, mich ganz auf meine Arbeit zu konzentrieren. Letztlich geht es hier ums Geschäft und das bedeutet, ins Auto steigen und so schnell als möglich fahren." Und weiter: "Ich musste ausklammern, wer neben mir das gleiche Ziel verfolgt. Außerhalb des Rennwagens bin ich nicht so, aber im Auto darf ich an nichts anderes denken. Unterm Strich, egal wie das damals zwischen uns ausgegangen ist, habe ich mich offenbar so positioniert, dass ich die Nummer 1 für diesen Sitz geworden bin." Ja, und wenn dann Jack Doohan dann das Stammcockpit im nächsten Jahr von Alpine bekommt, wird er nämlich der 19. Grand Prix-Fahrer aus Australien sein. Also auch da gibt es dann einen Strich mehr hinter Australien. Mit Danny Ricciardo und Oscar Piastri hat man ja bereits schon zwei, die in der Formel 1 aus Australien stammen. Also dürfen wir gespannt sein, wie das im nächsten Jahr wohl werden wird. Bei Mick Schumacher sieht es nicht nur danach aus, es ist mittlerweile Fakt, dass er im nächsten Jahr eben auch kein Stammcockpit in der Formel 1 bekommt.
Und so zitiere ich zum Schluss nochmal die Worte von Günther Steiner: Wenn der im nächsten Jahr keinen Stammcockpit bekommt, dann war's das. Und das ist eine schöne Überleitung zu unserem Ende, denn das war es nicht nur für heute, sondern eben auch für diese Woche. Das war die letzte Ausgabe für den Moment. In der nächsten Woche natürlich geht es hier munter weiter mit den neuesten Themen aus und rund um die Formel 1. Und hier nochmal der Hinweis auf die nächste Ausgabe mit Günther Steiner, Klartext, am 24. September um 19 Uhr an einem Dienstag. Ja, dann werden wir wieder auf Günther Steiner live hier bei Chambon treffen und mit ihm über die aktuellsten Themen aus der Formel 1 sprechen. Also gerne schon mal notieren. Eure Meinung zu unseren vier Themen gerne in die Kommentare. Dann wünsche ich euch jetzt nicht nur einen schönen restlichen Freitag, sondern eben auch noch zugleich ein schönes Wochenende. Es ist ja schließlich Formel 1 frei, denn in den nächsten beiden Rennwochenenden geht es ja dann munter weiter. Nächste Woche nach Baku. Und die Woche drauf, danach Singapur. Also, freuen wir uns drauf. Erstmal auf dieses freie Wochenende. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Champ One zeigt's allen.